Jus Matrosen, euer Ree hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Gefährliches Halbwissen, mein Frage- und Antwortformat wöchentlich. Ja, wie auch immer am Anfang der anderen Folgen, wenn ihr Fragen habt für die nächste Folge, gerne unten in die Kommentare alles über Games, Filme, Serien, Nerdkultur und so weiter und so fort, ne? Und ja, dann legen wir auch gleich mal los, würde ich sagen. Und zwar mit dem Moment, nein, oh, egal. Andreas Sorgel. Servus Ree, meine Frage: Wusstest du, dass das Game Studio in Nürnberg zum 1. Oktober schließt? Was sind deine Gedanken dazu und könntest du Chris nochmal besuchen und ihn vielleicht interviewen, warum er sich dazu entschieden hat? Ist mir tatsächlich zu Ohren gekommen, dass der leider schließt. Tut mir sehr, sehr leid für den Chris, aber ja, scheint wohl nicht mehr zu laufen da für ihn. Das ist extrem schade. Ich bin da schon ab und zu gerne mal hingegangen. 1. Oktober, was haben wir jetzt? Juni, Juli, August, September, Oktober, also gerne noch knapp 2 Monate Zeit. Werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Also ich rufe ihn mal vorher an, ob man noch vorbeikommen kann oder wie auch immer. Ja, sehr, sehr, sehr schade. Es tut mir super leid für ihn. Ne? Das ist, ja, war jetzt so schön. Ne? Vier Läden hier in der Umgebung und einer schließt leider. Danke für die Frage. Alexinio. Hey Ree, was für ein Genre, auf welcher Konsole und welchen Inhalt würdest du wählen, wenn du ein eigenes Spiel entwickeln und veröffentlichen könntest? Och, das ist immer so diese Frage, ne? Das ist, ich sag da immer, wenn ich ein Spiel entwickeln würde, dann wird sowas rauskommen wie das Auto, was Homer Simpson mal, könnt ihr euch vielleicht noch an die Simpsons-Folge erinnern, als er da ein Auto entwickelt hat, was da rausgekommen ist. So ungefähr wird ein Spiel bei mir aussehen wahrscheinlich. Ich bin da, uff. Aber das ist natürlich sehr schwer. Ich weiß, also der Anfang von Nier Automata zum Beispiel, sowas durchziehend, also wirklich ein Game, was mal alle meine Favorite-Genre verknüpft, und zwar ne, Schmaps, also dass immer wieder Schmapp-Passagen kommen, Side-Scrolling, Run-and-Gun, ne? Auch 3D-Levels, genau. Aber beziehungsweise, ich hatte das mal mit Jansl drüber. Ich hatte da mal eine Idee. Ich muss mal kurz überlegen. Eben kommt es mir wieder. Ich habe mal zu ihm gesagt, ich glaube nicht, dass es schon mal einen Schmapp gab, wo man 2D fliegt, ja? Also von links nach rechts, ja? Und dann irgendwie per Knopfdruck das so macht, dass man dann von oben ist. Ne? Also von unten nach oben und dann wieder so per Knopfdruck. Ich glaube, wenn ihr das wisst, sagt mir gerne Bescheid. Ich glaube, sowas gab es noch nie und das wird ziemlich geil. Eben kommt es mir wieder. Ja, stimmt, habe ich mit dem Jansl. Und der Jansl meinte auch, er wüsste nicht, dass es einen Schmapp gäbe, wo das macht. Per Knopf, also mit einem Knopfdruck die Sicht von vertikal zu horizontal. Ne? Das wäre geil. Und wieder zurück natürlich. So, danke für die Frage. Dann haben wir Mike Krause, ein wertes Kanalmitglied. Dankeschön. Hallo Ree, danke für deine offenen Antworten. Ich muss dir einfach sagen, dass du dein Talent nicht unter den Scheffel stellen sollst. Du machst schon lange Musik und deine Texte sind nicht einfach nur hingeklatschte Punkt, 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 sondern sie haben eine tiefe, nachdenklich und bewegende Sicht der Dinge. Bleib so, wie du bist. Und denke daran. Dankeschön erstmal. Ich glaube, er ist auf die Frage vom letzten Mal eingegangen. Ich weiß nicht mehr, ob er sie gestellt hat. Da ging es darum, wenn ich für irgendeinen Musiker komponieren könnte, für wem wäre das? Und ich glaube, du verwechselst aber gerade komponieren, also wirklich da sitzen und ein Beat machen, mit einfach featuren. Ja? Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber ja, trotzdem Dankeschön fürs Kompliment. Merci. So, dann haben wir Valenti84. Gude, wenn du die Möglichkeit bekommen würdest, nochmal eine Ausbildung oder ein Studium abzuschließen, für welchen Beruf oder Fachbereich würdest du dich heute entscheiden?
Also, am liebsten, wenn ich das so gewusst hätte, wie es heutzutage ist, bei mir, wo ich gelandet bin, also was meine, wirklich meine Interessen sind, dann hätte ich viel früher angefangen mit Videografie zum Beispiel. Also alles, was mit Video, mit Kamera zu tun hat und Editing und alles und da versucht irgendwie wesentlich früher irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und ich versuche es ja nach wie vor, also ich habe ja vor kurzem mein Kleingewerbe ins Leben gerufen, zwecks Videografie, und versuche ja hier und da kleinere Aufträge anzunehmen. Also wer da draußen irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Werbeclip oder einen Imagefilm braucht oder ein Musikvideo, oder hat mal auch jemand hier gesagt, das fand ich ziemlich cool, dass ich vorbeikomme und seine Sammlung cineastisch festhalte, irgendwie sowas, ne? Dann, ja, haut mich an, ich würde mich freuen, und das ist das, was mir mit Abstand am meisten Spaß macht, wirklich zu erschaffen mit Video, also videotechnisch, und das Ganze cineastisch einzufangen, ja, das wäre geil. Also wenn ich damals gewusst hätte, wobei ich habe schon ziemlich früh, ich habe schon mit 15, 16 fing ich schon an, den Camcorder meiner Eltern, der mit kleinen DV-Kassetten hießen, so kleine Miniatur-Videotapes, unsere Skate-Sessions aufzunehmen, und habe sogar, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe, ich hatte kein Schneidebrett oder sowas. Ich habe dann wirklich so ich habe es zwar nicht geschnitten, so weil ich mich erinnern kann, aber ich habe es irgendwie geschafft, das, was ich an dem Tag gefilmt habe, war dann halt nach der Reihenfolge, das nachträglich mit Musik zu untermalen, ohne dass der Originalton verschwunden ist. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber ne, selbst damals habe ich irgendwie immer so Wege gefunden, ja, so voranzukommen. Und da fing es schon bei mir locker an mit dieser Faszination einfach, ne? Videografie und so weiter. So, Dankeschön für die Frage. Defari, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Das Ei oder das Huhn? Keine Ahnung, aber es muss ja irgendwie das Huhn gewesen sein und durch die Evolution dann irgendwie, keine Ahnung. Hör auf, mich sowas zu fragen, das ist schwierig. der Softgainer. Wie findest du es, dass so viele Sammelkollegen von dir mit YouTube aufgehört haben? Zum Beispiel der Bürgermeister, der Gamecuber und so weiter. Was treibt dich an, nicht aufzuhören? Also beim Bürgermeister, beim Gamecuber weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe den jetzt schon lange nicht mehr... Stimmt, jetzt wo du sagst, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen auf YouTube. Und der Bürgermeister, der hat ja nicht wirklich aufgehört. Der hat einfach nur seinen Fokus gewechselt. Der ist jetzt total auf Games, auf Toys. Entschuldigung. Auf Toys, wie so viele. Und bei vielen, die aufgehört haben, ist einfach, das ist nicht böse gemeint, aber da fehlte, denke ich, meiner Meinung nach, es kann natürlich auch oft andere Gründe haben, familiär und wie auch immer, aber oft liegt es einfach, dass von Anfang an da nicht wirklich die Leute wissen, dass es gar nicht wirklich ihre Leidenschaft ist und vielleicht eher dem Hype aufgesprungen sind. Wisst ihr, was ich meine? Weil bei mir ist es komplett anders. Alles, was ich mein Leben lang angefangen habe, ich wusste immer, ich mache das nicht aus Hype, sondern weil ich wirklich Bock drauf habe. So, ne? Sei es alles, was ich sportmäßig gemacht habe, musikmäßig. Ne? Ich habe 12 Alben gemacht. Ja? Welcher Künstler im Rap-Bereich kann schon sagen, er hat 12 Alben gemacht. Ja? War zwar nichts davon erfolgreich, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach diese Arbeit, diese Arbeitslinie da zu fahren und so weiter. Und jetzt auch mit dem Channel hier, 9 Jahre, 1100, was weiß ich, wie viele Videos. Und ihr seht ja selber, das sind nicht immer so, das sind eigentlich nicht einfach so hingerotzte Videos. Da steckt viel Arbeit drin. Also das letzte Video von letzter Woche, wofür ich mich ein bisschen entschuldigen möchte, 2, 3 haben kommentiert und sie hatten vollkommen recht damit,
dass ich ein bisschen zu wenig vom Laden gezeigt habe, als ich in Gera war mit Tino von der Retro-Ecke, als wir da zu Besuch waren bei NetGames. Da war ich ein bisschen zu wenig, also das war nicht ausführlich genug. Wir hätten nochmal 10, 15 Minuten wirklich One Take sozusagen durch den Laden gehen sollen und da mal schauen, was es da so gab. Sorry, mein Fehler, machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Genau, aber was ich damit sagen wollte, ist, dieses Video hat um 5 Uhr bin ich aufgestanden, um 6 Uhr war ich beim Tino. Bis ich zu Hause war, und da war keine Pause dazwischen, mal kurz geduscht, als ich heimgekommen bin und eine Kleinigkeit gegessen. Ich saß bis 11:30 abends dran, bis das Video rausgerendert auf meinem, und das Rendern dauert nicht lange, das geht so in 10, 15 Minuten, bis das Video rausgerendert auf meinem Desktop war, ne? Also, was, 18 Stunden? 18 Stunden, und das machst du nicht einfach, wenn du da nicht wirklich leidenschaftlich dahinter bist, dann machst du so, du machst sowas einfach nicht, ne? Und kann ich auch verstehen, ist absolut nicht jedermanns Sache, so das so hart reinzubuttern, sage ich mal. Und ich kann es dann auch irgendwie verstehen, dass dann viele, wenn sie dann auch sehen, okay, der Erfolg kommt jetzt nicht so, wie sie es eigentlich gerne hätten, zwecks Abos und Klicks und so. Und ich will nicht lügen, ich hätte auch gern ein paar mehr. So, ich habe immer meine, also zu den Hauptvideos am Wochenende sind das dann immer so zwischen 3.000 und 5.000 Klicks, was schon gut ist, aber für die Arbeit, die ich reinstecke, ganz ehrlich gesagt, würde ich auch gerne ein paar mehr haben. Ja, also empfehlt mich gerne weiter an andere. Wir machen mal eine kleine Challenge. Jeder, der das Video sieht, empfiehlt mich einfach mal an 5 Leute und die sollen mich weiter an 5 Leute empfehlen. Das klappt zwar eh nicht halb so gut, wie ich es mir wahrscheinlich vorstelle, aber das versuchen wir es einfach mal, oder? Ja, und wie gesagt, bei vielen ist da auch im Vorfeld das nicht ganz klar, dass das nicht wirklich leidenschaftlich passiert, und deswegen hören halt, denke ich auch viele auf, und wie gesagt, auch familiär, und manche werden auch dann einfach, keine Ahnung, man verändert sich ja nach ein paar Jahren, so alle 5 bis 10 Jahre verändert man sich ja auch, und dann wirklich verlieren halt manche die Lust daran. Ne? Ist halt so. Danke für die Frage. Trust Tony. Harry, bei welchem Game hast du die größte emotionalste Bindung? Bei welchem Game habe ich die größte emotionalste Bindung? Aber, also, wo ich eine sehr ziemlich, ich habe es zwar nie durchgespielt, aber wo ich eine ziemlich emotionale Bindung habe. Ich kann zwar nicht näher drauf eingehen, wieso, weil das hat ein bisschen mehr mit der Seite meiner Freundin, der Familie zu tun, ist aber The Witcher 3. Da habe ich eine ziemlich starke Verbindung, emotionale. Und ja, da gibt es das ein oder andere Game, ne? NBA Jam, was ich mit meinem verstorbenen Cousin viel gespielt habe damals. Das ist, ja, das hat ziemlich emotional eine große Bedeutung für mich. Skyrim, auf jeden Fall, ja, Skyrim. Und ja, so ein paar Kindheitsgames, Jackal für den NES zum Beispiel. Ja, da gibt's schon ein paar. Ja, ja, schöne Frage, dankeschön. FC Mary, Like und Kommentar dagelassen, dankeschön. Jedes Mal das Gleiche, aber hey, danke, das hilft auf jeden Fall. Oldschoolgamer 3618. Ree, könntest du Kevin von, ich denke mal, ProNoob 2K? ProNoob? Ist es ProNoob? Heißt er jetzt 2K? Könntest du dem Kevin ProNoob mal Videoschnitt näher bringen? Er würde das sicherlich auch bezahlen. Also, wenn, würde ich dafür nichts verlangen. Also, um Gottes Willen, denn es gibt so viele Tutorials auf YouTube, das, so lerne ich das auch. Ich schaue mir Tutorials an, egal um was es geht. Sei es Beat-Software, Editing-Software, Kamera, bla bla bla. Alles Tutorials. Da hilft mir ne, auch, also da hilft mir persönlich, Hilfe ist schon cool, aber ich habe nie jemand so direkt da. Ich meine, er kann sich gerne melden bei mir und
ich crashkurse ihn da gerne mal, aber wirklich, man lernt wirklich am meisten, indem man nonstop Tutorials schaut. Ich schaue mir sogar, das ist so verrückt, ich schaue mir sogar so viel Tutorials und kamerabezogene Sachen, wo ich eigentlich gar keine Verwendung dafür habe, weil ist, wenn ich mir jetzt Kamera-Tutorials oder Videos anschaue, Reviews von Kameras, die ich mir niemals leisten könnte und lauter so Geschichten, ne? Das ist, ja. Aber wie gesagt, ja, kannst du gerne bei mir melden, dann mach mal einen kleinen Crashkurs. Können wir gerne machen. So, genau. Dann haben wir. Ah, oh, sorry, jetzt, da sind ein Haufen Nicht-Fragen gerade, aber Dankeschön für alle Commentators der letzten Folge. Okay, letzte Frage, Vortex Gaming. Eine Frage habe ich, welches Schnittprogramm benutzt du, um deine Videos zu schneiden? Seit kurzem nur noch DaVinci Resolve 18. Ich freue mich schon auf den 19. Teil, weil man kann zwar die Beta runterladen, aber ich warte da lieber noch ein bisschen, weil da wird es einen Film-Look-Creator geben. Oh, da freue ich mich schon extrem drauf und hoffe, dass ich den gut nutzen kann. Ich habe aber tatsächlich bis vor kurzem, also über 10 Jahre, Pinnacle benutzt. Also so heißt die Software. Pinnacle 19 hatte ich zuletzt, so irgendwie sowas. Aber DaVinci Resolve ist da eine ganz andere Hausnummer. Ich war auch etwas ein bisschen überwältigt, weil die Lernkurve, wenn du von Pinnacle kommst, ne, du musst dich auf eine ganz neue Software einstellen. Hat mir meine Freundin letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Das waren knapp 400 Euro, was diese Software kostet. Was aber wenig ist im Vergleich zu zum Beispiel Adobe Premiere, weil für Adobe muss man ja quasi, da zahlt man ja irgendwie monatlich und so. Und DaVinci, da zahlst du einmal und du hast alles, du kriegst alle Updates umsonst, alle neuen Versionen kriegst du alles umsonst und das ist schon ziemlich geil. Und ja, ich habe jetzt, wie gesagt, vor ein paar Videos quasi den kompletten Sprung rüber gemacht, endlich, und nutze ausführlich nur noch DaVinci Resolve. Sehr geile Software. Es gibt auch eine Free-Version. Ja, wer mit Editing anfangen möchte, würde ich das definitiv empfehlen. Gerade für Leute, die am Anfang einfach nur ein bisschen schneiden wollen und gar nicht so krass die Pro-Tools nutzen wollen. Die sind da super mit aufgehoben. Könnt ihr euch, ja, wie gesagt, die Studio-Version ist die man zahlt. Die normale Free-Version halt, ne? Wie gesagt, ist kostenlos. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, bis zu 80% der gleichen Features hat man dann, wie gesagt, für den Anfang völlig, völlig ausreichend, ne? Ja, genau. Das war's. Dankeschön für eure Fragen. Würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, Sport, Nerdkultur, Gaming, PC-Software, ne? Und so weiter und so fort, Serien, ja, was auch immer. Ab in die Kommentare damit und ich würde sagen, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, stay safe, euer Ree.